Wir haben als Grundlage in einer staatlichen Gemeinde Menschenrechte. Menschenrechte kann man weit fassen, aber das Recht der Menschen ist, dass sie den kostenfreien Zugang zum Wasser haben. Sie haben auch den kostenfreien Zugang zu Toiletten. Und es gibt noch einige andere Rechte. Wir beziehen uns jetzt gerade mal auf das Recht Wasser. Das Recht Wasser hier in unserem Raum ist das Trinkwasser, ist das Wasser, was durch unser Haus fließt, ist das Wasser, was in Flüssen und Bächen, auch an Seen, uns zur Verfügung steht. Und diese Landschaften kann man in einer Gemeinde im höchsten Recht verwalten oder, wie es derzeit aktuell ist, im Handelsrecht unter die Verfügung einzelner stellen. Und diese wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Land ist zum Beispiel auch der Hambacher Forst mit seinen riesigen Wunden, die dort stattgefunden haben, mit dem Bergbau. Das mag jetzt für den einen oder anderen so sein, dass er sagt, ja, aber da hängen Arbeitsplätze auch dran und die Menschen müssen Geld verdienen. Ja, natürlich, in der heutigen Maschinerie nimmt man sich das Recht, die Erde so zu verletzen, so auszuräumen. Ja, auch dass chinesische Investoren die Thüringer Wälder ausräumen, die Buchen, die Linden, die Eichen, einfach so abholzen, raustransportieren. Das Recht nimmt man sich, weil wir schlafen und unsere höchsten Rechte am Wasser, am Wald, an den Bäumen und an vielen Werten, die wir hier haben, nicht mehr uns holen. So wird zum Beispiel, werden riesige Landflächen, so werden zum Beispiel in Österreich riesige Landflächen an einzelne Investoren verkauft. Das kann man auch nachlesen, sind auch Berichte in Zeitungen schon gewesen, dass einzelne mächtige, wohlhabende Familien oder Unternehmer diese Gebiete aufkaufen. Da sind nicht nur Lifte, Skilifte drin, da sind nicht nur Straßen und andere Flächen drin, da sind auch Grundwasserquellen drin. Wasser, was durch wenige verwaltet wird. Wir haben Städte, die wirklich Hunderttausende in solche Projekte investiert haben und die Bürger bezahlen Geld für etwas, was eigentlich ihnen zuzustehen hat. Aber da sie sich nur in diesem handelsrechtlichen Status bewegen und auch gar nicht mehr zur Verfügung haben möchten, haben sie das Recht an Grund und Wasser nicht. Und im Grunde genommen kann man diesen geldgierigen, machtgierigen Instrumenten gar keine Schuld geben. Weil eigentlich derjenige dafür verantwortlich ist, der sich die Rechte nicht holt. Weil mit einem Recht steht auch immer eine Pflicht. Und diese Pflicht ist es, aufzustehen und die Obhut für unser Land zu übernehmen. Und die braucht charakterstarke und ethisch und emotional hochwertige Menschen.